Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei Ihrem offenen Kanal Worms. Die Oberbürgermeisterwahlen stehen an in Kürze. Am Sonntag, den 4. November 2018, entscheiden genau Sie, wer Worms repräsentiert und wer die Geschicke der Stadt leitet. Wie immer tun wir hier im offenen Kanal vor Wahlen die Kandidaten vorstellen. Wir haben das bei den Landtagswahlen gemacht, wir hatten das auch bei den letzten Oberbürgermeisterwahlen, Kommunalwahlen. Und auch dieses Mal hatten wir die 6 Kandidaten, die Sie wählen können am Sonntag, den 4. November, hier im Studio. Bis auf einen. Und den habe ich jetzt hier. Und ich freue mich ganz besonders auf den Gespräch mit dem amtierenden Oberbürgermeister Michael Kissel. Hallo, Herr Kissel. Hallo, Herr Mayrhofer. Schönen guten Abend auch zu Hause den Zuschauern. Herr Kissel, wir sagen vorweg, Sie sind leicht erkältet. Also darf man sich nicht wundern, wenn Ihre Stimme etwas rauchig ist. Das hat rein nur mit der Erkältung zu tun. Herr Kissel, aller guten Dinge sind 3. Kann man das so nennen? Ja, das kann man so nennen. Ich habe viel Freude an dem Amt. Es ist ein schwieriges, ein sehr verantwortungsvolles Amt, aber auch eine Aufgabe, die mich erfüllt, weil es in Worms die schönste Aufgabe ist, die man als Verwaltungsfachmann, als engagierter Politiker übertragen bekommen kann. Sie würden dann praktisch auch in die Fußstapfen Ihrer beiden Vorgänger, Peter Josef Falkenberg und, was habe ich gegoogelt, Heinrich Köhler, treten die beide auch 24 Jahre Oberbürgermeister der Stadt Worms waren. Der erste von 1813 bis 1837 und der Heinrich Köhler von 1900 bis 1924. Sie wären also mit einer der 3 längsten Bürgermeister in Worms. Ja, das ist ein reizvoller Gedanke, aber es kommt natürlich darauf an, dass man gesund bleibt, dass man fit bleibt, dass man Freude am Amt hat, immer wieder neue Ideen und immer wieder auch die Stadt nach vorne denkt. Herr Kissel, Sie sagten es bereits, ich muss dazu sagen, Sie sind von Ihrer Kandidatur her, vom Lebensalter schon ziemlich weit, sage ich jetzt mal. Um Gottes Willen, da geben wir bestimmt noch 40 Jahre drauf, aber ich habe mir mal so überdacht, ist das eine Vorbildfunktion fürs Rentenalter 70? Also es gibt ja viele Menschen, die weit über die gesetzliche Altersgrenze hinaus beruflich als Selbstständige aktiv sind oder die sich auch ehrenamtlich betätigen. Die New Ager, wie man heute sagt, gehören zu der aktivsten Bevölkerungsgruppe in unserem Land. Ich fühle mich fit, ich bin Gott sei Dank gesund und voller Tatendrang und voller Elan. Deswegen spielt das Lebensalter, glaube ich, bei dieser Aufgabe gar keine Rolle. Es gibt 40-Jährige, die sind heute schon müde und abgeschlafft. Zu denen gehöre ich nicht. Und Ihren jugendlichen Flair sieht man ja auf allen Plakaten und bei Ihren Auftritten überall. Also ich erinnere mich nur an Jazz and Joy, da ist man auf die Bühne gegangen und hat gesungen als Oberbürgermeister. Ist zwar schon 2-3 Jahre her, glaube ich, aber also ein jugendlicher Flair ist auf alle Fälle da. Herr Kissel, gehen wir mal so etwas ins Eingemachte. Und zwar, ich kann mich erinnern, wir hatten bei unserem letzten Gespräch auch die, es ging um Demografie, es ging um Worms im Wandel, 2030 war es, glaube ich. Da hatten wir auch die Konsolidierung des Haushaltes ganz besonders im Blickpunkt. Wie weit sind wir denn da jetzt? Also wir kommen recht gut voran. Der Haushalt der Stadt ist natürlich nach wie vor defizitär. Das hängt im Wesentlichen daran, dass die hohen sozialen Lasten, die uns durch Bundes- und Landesgesetzgebung übertragen worden sind, nicht auskömmlich gegenfinanziert sind. Wir haben im Haushalt der Stadt Worms soziale Ausgaben in der Größenordnung von 90 Millionen Euro, aber wir bekommen gerade mal an die 40 Millionen Euro als Gegenfinanzierung vom Bund und vom Land und von den Kostenträgern, die zur Kostenerstattung berechtigt und verpflichtet sind. Das bedeutet, dass das Defizit im Wesentlichen durch die sozialen Lasten begründet ist. Wären wir auskömmlich finanziert, dann würde die Stadt sogar einen Überschuss erzielen. Wir sind also sparsam, da wo es sinnvoll und notwendig ist, aber wir investieren auch dort, wo es ebenso notwendig ist.
Wir haben momentan, sagen wir mal so, die Städte sind ja auch, die Gemeinden, die Kommunen sind ja alle recht hoch verschuldet. Worms liegt so im Mittelfeld in Rheinland-Pfalz, gemäß meinen Recherchen. Aber das andere, das ist ja eigentlich nur, sage ich jetzt mal, Schein. Die niedrigen Zinsen, die machen es ja momentan aus, dass die Verschuldung nicht weiter über die Decke hinausgeht. Das ist wahr. Die günstige Zinslage, die erleichtert uns die Finanzierung unserer Investitionen, aber auch der alltäglichen Aufgaben, die wir haben. Wenn die Zinsen hochgehen, dann wäre das wirklich bedrückend auch für die Haushaltsentwicklung. Deswegen bin ich als Mitglied des Städtetages mit der Landesregierung immer wieder im Gespräch, um Zinserleichterungsprogramme auf den Weg zu bringen oder so etwas wie ein Altschuldenabbauprogramm mit der Landesregierung zu vereinbaren. Das kommt nicht so recht voran, wie ich mir das wünsche, aber wir bleiben da sehr energisch am Ball. Mhm. Was da natürlich helfen würde, wäre eine dicke Spritze an Unternehmenssteuer, an Umsatzsteuer. Das würde helfen. Was ist da geplant? Also wir haben noch nie so hohe Steuereinnahmen erzielt. Bei der Gewerbesteuer liegen wir bei rund 50 Millionen Euro in den letzten Jahren. Als ich begonnen habe als Oberbürgermeister, waren das etwa 23 Millionen im Jahr. Wir haben also eine ganz deutliche Steigerung erzielt. Das hat etwas auch damit zu tun, dass der Wirtschaftsstandort Worms gesund ist. Wir haben einen sehr stabilen, bunten Mix unterschiedlichster Branchen und dementsprechend eine hohe Steuer- und Wirtschaftskraft, die uns natürlich bei der Finanzierung unserer öffentlichen Aufgaben hilft, auch im Interesse der Wormser Wirtschaft. Stimmt das, dass Logistikunternehmen überdurchschnittlich groß in der Anzahl hier in Worms angesiedelt sind? Die Logistiker sind Teil des Dienstleistungsbereiches und liegen mit den anderen Dienstleistungssektoren bei etwa 25%. Wir haben ein recht ausgewogenes Verhältnis zwischen produzierendem, verarbeitendem Gewerke, Handwerk und auch Dienstleistungsbereich. Also die Logistiker spielen nicht die Hauptrolle, aber immerhin stellen sie 4.500 Arbeitsplätze, teilweise für Menschen, die ansonsten auf dem Arbeitsmarkt nur geringe Chancen gehabt hätten. Aber Logistiker sind heute auch in Produktionsprozesse einbezogen und leisten einen wichtigen Anteil an der Wertschöpfungskette in unserer Wirtschaft. Kleinere und mittlere Unternehmen, wie kann man da bei denen, ich denke jetzt nur an die IT-Branche, wie kann man hier Worms lukrativer machen? Ja, wir haben ja schon mit Kobil Systems oder Saatmann und anderen wirklich sehr innovative und sehr erfolgreiche IT- und Softwareunternehmen. Und das ist eine Branche, die Zukunft hat. Wir wollen gemeinsam mit der Hochschule Start-ups, Gründern mit auf den Weg helfen. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben aktuell in der Wirtschaftsförderung unserer Stadt. Wir kommen zum anderen Thema, dem Wohnungsbau. Wir haben jetzt mittlerweile 85.000 Einwohner. Die Leute wollen ein Dach über dem Kopf. Es geht hier vor allen Dingen um sozial geförderte Wohnungen, denke ich einmal, gerade für unsere Migranten oder Einwanderer, die kommen. Was steht da Ihres Erachtens nach noch im Schiefen? Müsste auf die Bahn, auf die richtige gebracht werden? Also in der Tat, Worms wächst. Wir haben fast 88.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wir erleben Zuzug aus dem ländlichen Umland, aber auch aus Ludwigshafen, Frankenthal, Mannheim, auch teilweise von der Bergstraße oder aus dem Raum Frankfurt, Rhein-Main. Das bedeutet, dass wir zusätzlichen Wohnraum brauchen, und zwar in allen Preissegmenten. Deswegen habe ich 2015 dem Stadtrat vorgeschlagen, dass wir einen Masterplan Wohnungsneubau auf den Weg bringen. Und wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, innerhalb von 10 Jahren 2.500 neue Wohneinheiten zu ermöglichen durch entsprechende Planungsinitiativen in der Bauleitplanung. Und ebenso ehrgeizig ist das Ziel, dass 25% dieser neuen Wohneinheiten sozial gefördert oder im bezahlbaren Segment angesiedelt sein sollen. Konnte dieses Vorhaben gehalten werden? Also bisher haben wir fast in 2 Jahren 1.000 neue Wohneinheiten baubehördlich genehmigt. Das heißt, wir sind auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg. Aber es ist noch viel Luft nach oben und wir müssen gerade, was den sozialen Wohnungsbau angeht, noch eine kräftige Schippe drauflegen. Ich wohne in unmittelbarer Nachbarschaft, der Karl-Villinger Straße. Da wurden ja auch neue, ich sage jetzt mal, Reihenhäuschen sind es, glaube ich, gebaut. Und von 3 Wohnanlagen sind dann nur 2 gebaut worden und der Rest als Parkplatz.
Ich bin ja neulich schön am Hallenbad, weil ich das Hallenbad gefilmt habe, vorbei, da habe ich das gesehen. Wieso wurde da der Bebauungsplan geändert? Wieso wurden da von 3 auf 2 zurück und ein Parkplatz ein großer hinzu? Also zunächst mal bin ich froh, dass unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft dort aktiv gewesen ist. Wir haben wie geplant 20 Reihenhäuschen gebaut. 17 sind bereits vermietet. Die restlichen 3 gehen sicher auch relativ schnell unter die Leute. Und wir mussten keinen Bebauungsplan aufstellen, sondern dieses städtische Grundstück besaß bereits Baurecht nach § 34 Baugesetzbuch und wurde dementsprechend auch gebaut, so wie es der Stadtrat vorgegeben hat. Wir waren beim Bauen. Wir gehen mal ans Parkhaus am Dom. War ein großes Thema, die Kostensteigerung beim Parkhaus am Dom. Und vor allen Dingen, was mich persönlich berührt hat, da, dass man Bauten, dass sie etwas teurer werden. Man rechnet ja auch, selbst wenn man als Privater baut, mit 10-15% mehr Steigerungen. Die sind bei weitem überschritten worden. Und vor allen Dingen, der Sinn und Zweck des Parkhauses ist meines Erachtens nach nicht vollständig erreicht. Denn es soll ja für Außenstehende, für Worms-Besucher, Parkplatzmöglichkeiten zum Besuch der Innenstadt geben, wird großteils an Dauerparker und auch an städtische Bedienstete vermietet. Ja, dieses Parkhaus erfüllt mehrere Funktionen. Es ist gegenüber dem alten, inzwischen abgerissenen Parkhaus sehr viel komfortabler. Die Parkstände sind breiter. Wir bieten auch fast 100 Parkplätze mehr, als das vorher der Fall gewesen ist. Das heißt, das hat bedeutet etwa 350 Parkplätze, darunter viele Familienparkplätze für Menschen mit Behinderungen. Für Elektrofahrzeuge wird es entsprechende Stellplätze geben und anderes mehr. Und dieses Parkhaus hat natürlich die Aufgabe, für die Anwohnerschaft Dauerparkplätze anzubieten, die aber nicht den ganzen Tag und nicht die ganze Woche über belegt sind, sondern die auch Raum bieten für Kurzzeitparker. Wir haben ein sehr intelligentes Softwareprogramm installiert oder werden das installieren, das sozusagen die Beparkung zwischen Dauer- und Kurzzeitparkern entsprechend intelligent steuern kann. Also das wird ein hochmodernes, komfortables, sehr gutes Parkhaus und ich bin davon überzeugt, das wird Ende November in Betrieb gehen und die Benutzer werden sich daran... Ein Jahr verspätet, oder? Nein, das kann man so nicht sagen. Also immerhin haben wir ein komplexes Bauwerk errichtet. Wir haben während der Planungsphase einige Änderungen vornehmen müssen, immer mit den Beschlüssen des zuständigen Gremiums und des Stadtrates. Und diese Umplanung hat sich am Ende aber auch gelohnt. Parkplätze für die Touristen. Warum ist eine Tourismusstadt geworden? Ja, das hat etwas damit zu tun, dass wir die Kultur in ihrer ganzen Vielfalt, auch mit den Leuchttürmen, die Nibelungenfestspiele, Jazz and Joy, mittelalterliches Spektakel um Kulturnacht, dass wir diese Kulturpolitik in Verbindung auch mit unseren touristischen Strategien vorangebracht haben. Und das hat dazu beigetragen, dass Worms an Image gewonnen hat, an Ausstrahlung, an Anziehungskraft. Und das sorgt dafür, dass viele Menschen auf unsere Stadt aufmerksam werden und uns besuchen wollen, den 1000-jährigen Dom erleben wollen. Etwas über die Reformationsgeschichte, die in Worms ja einen ganz wesentlichen Meilenstein erlebt hat mit Martin Luthers Auftritt 1521 vor dem Reichstag, die etwas erfahren wollen über die jüdische Kulturgeschichte, die das Stadtgeschehen über ein Jahrtausend ganz maßgeblich geprägt hat. Und das führt viele Menschen in die Stadt und man kann fast jeden Tag ganze Heerscharen sehen von Gästen, die von unseren tollen Gästenführern durch die Stadt geführt und mit Worms bekannt gemacht werden. Da haben Sie mir das Wort aus dem Mund genommen. Ich wollte mich auch bei den Gästeführerinnen und Gästeführern bedanken für ihre hervorragende Arbeit. Ich kenne ein paar wenige persönlich. Man sieht also wirklich immer diese Menschentrauben, wie sie sich durch die Stadt bewegen. Das bringt mich auf eine Überlegung. Es sind nur Tagestouristen. Gibt es da irgendwie auch so wie einen Masterplan wie beim Wohnen? Gibt es da auch irgendwie einen Plan, dass wir jetzt, sagen wir mal, Worms durch 2 Jahrtausende an 2 Tagen vielleicht etablieren können? Ja, wir sind gerade dabei, unser Tourismuskonzept in der Zusammenarbeit mit der Hochschule Worms zu überarbeiten. Das ist ein Prozess, der läuft jetzt schon ein gutes Jahr. Und ich hoffe, dass wir Anfang des kommenden Jahres das neue touristische Konzept für die Stadt vorstellen können. Aber wir brauchen natürlich zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten. Wir haben,
wachsende Übernachtungszahlen in unserer Stadt. Aber wir müssen noch zu viele Touristen wieder wegschicken, weil wir insbesondere Bustouristen, wenn sie mit ein oder zwei oder drei Bussen kommen, nicht komplett gemeinsam unterbringen können. Deswegen führen wir ja schon seit mehr als 10 Jahren immer wieder Gespräche mit Projektentwicklern, die eine Hotelansiedlung offerieren. Aber Hotelinvestitionen gelten für die Finanzierung durch die Banken immer noch als Risikoinvestition und Risikofinanzierung. Deswegen schauen sowohl die Banken als auch mögliche Finanzierungspartner sehr genau hin. Und ich bin dennoch zuversichtlich, dass es am Ende eines sehr langen Prozesses gelingen wird. Wir sind jetzt gerade im Gespräch mit einem französischen Hotelinvestor, der sich für verschiedene Standorte interessiert, am Wormser, an anderen Standorten zentrumsnah. Und diese Gespräche erfordern allerdings allergrößte Sorgfalt, denn wir wollen am Ende einer Entscheidung sicher sein, dass wir auch das bekommen, was wir wollen, und dass ein Hotel auch auf Dauer wirklich funktioniert. Wie ist denn, da fällt mir das gerade ein, wie ist denn das Projektverlauf mit Hampton bei Hilton, welches auf dem Parkplatz beim Wormser das Projekt hatte? Das war ein mögliches Konzept, das allerdings auch an der Finanzierung gescheitert ist. Also hat der Hilton, praktisch Hampton bei Hilton hat gesagt, Moment, das ist uns jetzt eine Stange zu viel Geld. Nee, da kriegen wir es wieder nicht bei Hilton, das ist das Label, das an Franchise-Betreiber vergeben wird. Die Finanzierung läuft auf einer völlig anderen Schiene, also nicht durch Hilton selbst, sondern die geben nur das Label zur Verfügung an Franchise-Unternehmer. Den Namen und kassieren dafür. So ist das. Prima. Herr Kiesel, wir kommen zur Wahlwerbung. Wir sind bei den Oberbürgermeisterwahlen. Wir haben im Prinzip jetzt einen kleinen Rückblick gehalten. Ist ja schon ein schönes Heftchen, habe ich vorhin schon gesagt. Was da momentan durch die Stadt gereicht wird. Eine Frage zur Wahlwerbung. Wie finanzieren Sie Ihre Wahlwerbung? Also einmal, die Partei hilft mir kräftig mit, die Mitglieder der Wormser SPD. Es gibt aber auch Spenden aus unterschiedlichen Quellen. Und der Kandidat selbst muss auch kräftig in die eigene Tasche langen. Was mir aufgefallen ist, ich kann mich jetzt nicht mehr an 2011 erinnern, was mir aufgefallen ist, dass erstens, da ist überhaupt kein Blick, überhaupt kein Feld von Ihrer Partei, der SPD, drin. Ist das aus margetechnischen Gründen vermieden worden? Oder weil die SPD ist ja momentan ein bisschen am Straucheln, ja, sage ich jetzt mal so. Also ich glaube, es gibt keinen Zweifel, dass ich Sozialdemokrat mit Fleisch und Blut bin und mit Haut und Haaren dieser Partei treu verbunden bin. Aber ich habe bereits 2011 bei der ersten Wiederwahl als Oberbürgermeister für alle Bürgerinnen und Bürger kandidiert, nicht gegen eine andere Partei, sondern für die Stadt. Und das ist auch dieses Mal mein Prinzip. Ich kandidiere als Michael Kissel, als Amtsinhaber, erneut für dieses Amt und will mit dieser Wahlwerbung und der Wahlwerbungslinie deutlich machen, ich bin der Mann, der für die Stadt insgesamt und für alle Bürgerinnen und Bürger sich in die Pflicht nehmen will. Michael Kissel, klar für Worms. Was soll uns das sagen? Das soll deutlich machen, dass meine Entscheidung eindeutig und klar ist, erneut mit Elan und mit großer Motivation für dieses Amt zu kandidieren, dass es daran keinen Zweifel gibt. Und vielleicht soll der Slogan auch deutlich machen, es ist klar, dass ich der Einzige bin, der dieses Amt tatsächlich beherrscht, der bewiesen hat, dass er es kann und der es tatsächlich auch will. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, oder insgesamt drei Fragen. Die erste Frage, wenn Sie sich selbst in sich gehen, was würden Sie sagen, was habe ich in meinen 16 Jahren, was ist für mich der größte Verlust, oder wo habe ich am meisten verloren? Wo konnte ich meine Vorstellung nicht durchbringen, beziehungsweise wo kann ich sagen, da habe ich irgendwie versagt? Wir sind ja alles nur Menschen. Ja, also jeder Mensch macht Fehler. Auch ich bin nicht unfehlbar, so wie alle Menschen auch. Was ich heute noch bedauere, ist, dass die Entwicklung im Flächennutzungsplan auf dem Hohen Stein, einen Gewerbe- und Technologiepark auszuweisen, ein Angebot zu schaffen für künftige mögliche Ansiedlungsflächen, dass dieser Plan gescheitert ist. Einmal an einem großen Widerstand aus der Bevölkerung, aber auch am mangelnden Mut in der Politik, im Stadtrat selbst, sich wirklich nachdrücklich für dieses Projekt einzusetzen.
Am Ende war es der gemeine Feldhamster, der aus Artenschutzgründen sozusagen das Projekt zum Fall gebracht hat. Kann mich erinnern, ja. Aber ich habe damit abgeschlossen. Ich habe das akzeptiert und respektiert. Deswegen haben wir auch einen Strategiewechsel in der Wirtschaftsförderungspolitik der Stadt eingeschlagen und nach intensiven Gesprächen mit der Industrie- und Handelskammer, mit den Führungsspitzen der Wormser Unternehmen, haben wir entschieden, wir konzentrieren uns mehr denn je auf die Pflege des Bestands, auf das sich kümmern um die ansässigen Unternehmen, dass die Entwicklungsmöglichkeiten haben, dass die jederzeit den Oberbürgermeister, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt als verlässliche Ansprechpartner haben. Und das funktioniert auch, wie ich finde, sehr, sehr gut. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Feldhamster und Ihnen ein Kompliment aussprechen. Ich fand damals bei der Fastnacht auf dem Obermarkt, Sie haben perfekt reagiert und sind als Hamster gekommen. Ja, also man muss gelegentlich auch Humor bewahren, auch wenn man selbst eine politische Niederlage erlitten hat, denke ich, gehört es einfach zur Souveränität dazu, dass man damit auch humorvoll umgehen kann. Und der Auftritt als Hamster bei der Straßenfastnacht sollte dem Ausdruck verleihen. Genial, fand ich klasse, ja. Persönlich. Was war Ihr größter Erfolg innerhalb der 16 Jahre? Was können Sie sagen, da habe ich wirklich Strike, das ist mir super gelungen? Also es gibt natürlich viele Projekte, die ich mit anderen zusammen auch über Parteigrenzen hinweg auf den Weg bringen konnte. Die Generalsanierung des Theaters, der Neubau des Kultur- und Tagungszentrums, die Sanierung im Bereich unserer Schulen, da machen wir riesige Fortschritte. Aber ich glaube, eine starke Befriedigung erfahre ich immer dann, wenn ich Menschen helfen kann, die in einer Notlage sind, die dringend eine Wohnung suchen, die für ihre Kinder einen Ausbildungsplatz brauchen oder die in einer sozialen, schwierigen Situation sind. Wenn ich da im Einzelfall helfen kann, dann verbuche ich das auch als großen Erfolg. Als abschließende Frage, mehr etwas spaßig. Wenn Sie nicht kandidieren würden, wen würden Sie von den jetzigen 5 Kandidaten wählen? Es kann nur einen geben. Und der heißt Michael Kissel. Wenn Sie nicht kandidieren würden, sagte ich. Ja, dieser Fall stellt sich ja nicht. Ich trete ja an, weil ich davon überzeugt bin, dass meine Arbeit noch nicht beendet ist, dass große, schwierige Aufgaben noch zu bewältigen sind. Und die erfordern eine sichere politische Hand in der Steuerung von Entwicklungen. Wir haben enorm große Herausforderungen vor uns. Stichwort Neuhauser Tunnel, Sanierung Herrnsheimer Schloss, Modernisierung unseres stadtgeschichtlichen Museums, die weiteren Schulsanierungsmaßnahmen. Ich nenne gerade das Bildungszentrum, ein riesiger Baukörper aus den 70er Jahren, der einer Generalsanierung bedarf. Das erfordert Umsicht und eine kluge Steuerung der Prozesse, die dafür notwendig sind. Und niemand hat die Erfahrung, die ich habe in diesem Amt. Und die meisten haben nicht einen Hauch von Vorstellung, was dieses Amt des Oberbürgermeisters bedeutet, was das an Aufgaben, an Verantwortung, an Pflicht bedeutet. Ich weiß es und ich bin davon überzeugt, ich bin der Richtige, der es kann. Gut, dann habe ich trotzdem noch eine Frage, fiel mir eben gerade ein. Wie hoch schätzen Sie Ihre Chancen, wenn wir mal jetzt den Umkehrschluss, zuerst haben wir gesagt, Sie kandidieren nicht, den würden Sie wählen, den Umkehrschluss nehmen. Wie hoch schätzen Sie den Chancen, dass Sie eine Stichwahl vermeiden können? Also das lässt sich ganz schwer prognostizieren, weil Wählerentscheidungen heute nicht mehr dem Lagerdenken verhaftet sind, wie das in früheren Jahrzehnten noch der Fall war. Immerhin kandidieren 6 Personen für dieses Amt und es lässt sich keine mathematische Prognose abgeben, ob das im ersten oder dann erst in der Stichwahl entschieden wird. Gut, die Stichwahl, wenn sie dann wäre, wäre am 18. November, so auch wieder ein Sonntag. Am 4. November sind die Oberbürgermeisterwahlen. Herr Kissel, ich bedanke mich zuerst für Ihr Gespräch, für das Gespräch, das Sie uns besucht haben hier im Studio und wünsche Ihnen toi, toi, toi. Danke sehr, ich bedanke mich auch. Ja. Alles Gute dem offenen Kanal. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, wir machen weiter mit dem Programm des offenen Kanals. Ich denke mal, wir konnten Ihnen einen guten Einblick verschaffen über den Kandidaten Michael Kissel. Ich sage jetzt bewusst nicht Oberbürgermeister, denn am 4. November entscheiden Sie darüber, wer der zukünftige Oberbürgermeister für die Legislaturperiode 2019 bis 2027 sein wird. Also machen Sie Ihr richtiges Kreuz. Ich hoffe, wir konnten Ihnen bei der Entscheidung etwas behilflich sein. Bis dann. Tschüssi.